herzlich willkommen zu Ash of Gods Redemption. Ich bin euer Jojin, schön, dass ihr dabei seid. So, das sah sehr, sehr gut aus, Dino, was ich da gesehen habe. Hat mich direkt an Bannersaga erinnert. Das hatten wir auch zusammen geletsplayed. Da freue ich mich sehr drauf. Also wir haben einen runden Strategie-Rollenspiel-Mix. Und das wird bestimmt wieder saugeil. Auch schon der Look hier alleine. Kamera bewegt sich leicht nach rechts. Also ich bin da sehr gespannt drauf, was da für Entscheidungsmöglichkeiten wieder sind, wie die Geschichte sich verändern kann und dergleichen. Gehen wir mal in Einstellungen. Bildschirm sieht in Ordnung aus. Oh, die Mucke. Ah, das gefällt mir jetzt schon. Andere Geräusche, Klänge von Charakteren in Dialogen. Das lassen wir alles drin, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das eine bekannte Band ist, die man kennen muss oder sowas. Auf jeden Fall klingt es schon mal sehr geil. Das gefällt mir jetzt schon. So, Extras, ist das wichtig? Oh. Und komplett deutsch, ne? Mit Texten, das ist schon mal geil. Zwischensequenzen, da haben wir natürlich noch nichts. Oh doch, wir haben schon was. Das wird bestimmt die Anfangsschlacht sein, also das Intro, oder? Da sollten wir besser noch nicht reingehen und irgendwas lesen. Oh, wir müssen doch ein bisschen die Musik noch leiser machen. Wegen der Stimme, sonst hört er mich nicht so. Machen wir das alles mal einen kleinen Tick leiser. Auch wenn es sehr schön ist. Extras, da gehen wir nochmal rein. Hopper Rooley. Spricht man ihn so aus? Ich hoffe. Und später kriegen wir noch mehr. Ich würde sagen, dass wir erstmal anfangen und dann vielleicht im nächsten Video hier nochmal reinschauen, oder? Oder müssen wir jetzt direkt schon was wissen? Das wird unser Hauptcharakter sein, vermutlich. Also wie gesagt, ich bin total blind rein, wie immer. Na gut, dann lesen wir mal. Hopper Rowley. Laut dem Tempelbuch von Raedona ist er ein Baron und ein Lehnsmann des Königs von Raedona. Er stammte aus dem Dorf Rowley in der Nähe von Ekin. Und ist das einzige Kind des verarmten Barons Rowley, der vor 50 Jahren zusammen mit dem Rest des Dorfes während des Angriffs der Palianer getötet wurde. Nach der Volkszählungsliste hat dieser Mann keine Eigentumsrechte an Ahnenland und ist daher von Grund- und Vermögenssteuer befreit. Er ist Träger des Briefes des Königs von Odala, der ihm das Recht gibt, allgemeine magische Zeremonien durchzuführen. Er trägt auch den Brief des Königs von Irana, der ihm erlaubt, Chroniken und Chronologien zu schreiben, sowie den Brief des Königs von Isana zum Sammeln und Studieren alter Manuskripte. Hopper Rowley schloss sich dem König von Perth an und wurde vom König von Gebona für seine Bemühungen, den Cholera-Ausbruch von 992 zu überwinden, gelobt. Er hat kein festes Zuhause und beschließt, die Straßen von Berkana zu bereisen. Im Jahre 990 wurde eine Untersuchung der Wahrhaftigkeit seiner edlen Abstammungslinie durchgeführt, die auf Behauptungen entfernter Verwandter basierte, weil Hopper Rowley auf seine Erbschaftsberechtigung und seinen doppelten Besitz verzichtete. Ich vermute, dass wir ihn spielen. Ich würde sagen, da legen wir los. Und da ist ja auch manchmal, sehr oft haben wir das bei unseren Let's Plays, dass wir das erst merken, dass das Titelmenü, warum auch immer, oft lauter ist, als wie wenn wir im Spiel drin sind. Und dann heißt das, wir müssen den Sound wieder komplett umändern. Das weiß ich nicht. Das werden wir zusammen erleben. Ist das wichtig? Nö. Einfach mal rein. Klassischer Modus, empfohlen für alle Spieler. Das ultimative Spielerlebnis. Herausforderungen, Leiden und Nöte erwarten sie. Story-Modus. Ein spezieller Modus für diejenigen, die sich am meisten für die Handlung interessieren. Bin ich zwiegespalten. Geht nicht beides? Ja, da sind wir wohl eher auf Klassik, oder? Das automatische Kampfsystem, mächtige Charaktere und zusätzliche Ressourcen ermöglicht ihnen, sich auf die Story zu konzentrieren. Also die Story interessiert mich natürlich unheimlich. Ich hoffe, dass hier beides kommt. Hätte ich mich da vorher schlau machen sollen? Das mag ich ja nicht, ne? Ich will mich nicht vorher schlau machen. Wir gehen in den klassischen Modus rein, wo wir hoffentlich alles haben. Automatisches Kampfsystem, das ist ja schon eine Sache, irgendwie No-Go. Also, gehen wir mal hier rein. Klassisch. Und versucht die Schnauze zu halten.
Oh, sieht das geil aus. Jahr 300, seit der göttlichen Vergeltung des Frühlingstags und Nachtgleiche. Die Frühlingstags und Nachtgleiche. Ui. Ja, das wird das, was wir bei Extras hatten, sehr wahrscheinlich sein. Brutal. Aber sowas von. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum haben die sich geopfert? Die haben irgendeine Energie sehr wahrscheinlich ausgelöst. Eine Atombombe. Aber durch irgendwelche Magie. Die hatten ja sowieso diese schwarzen Augen. Schnauze. Premonitions of trouble to spur you to keep going. Ja, also sobald Sprachgabe oder sowas kommt, wundert euch nicht. Ich versuche dann direkt ruckzuck still zu sein, falls irgendjemand das sieht, der meine Let's Plays nicht kennt. Und nicht wundern, wenn ich dann auf einmal den Satz beende. Ja, das war seltsam, ne? War er derjenige gewesen, der die Pfeile abbekommen hat, vermute ich. Und jetzt wieder aufwacht. Kein Hang oder dergleichen, es ist ein Ladescreen. Years since divine retribution, the end of winter, the Vale of Mercy, foothills of the Milky Mountains. Vor 700 Jahren sind sie und die anderen Kurus, wer auch immer Kurus sind, ich vermute die anderen Kämpfer, die sich da geopfert hatten, auf das Feld der schläfrigen Tiefen gezogen, um ein großes Unglück zu verhindern. Die Ernte. Ihr Opfer hätte alle Schnitter ein für allemal vernichten sollen. Vor 9 Jahren begannen sie ein wachsendes Unbehagen zu verspüren und beschlossen die Welt von Termion zu durchstreifen, um den Grund dafür herauszufinden. Aha, bedeutet das, ich bin ein 700 Jahre alter Krieger? Der irgendwelche magischen Kräfte hat und hier sind irgendwelche Halunken, die ein Problem jetzt haben. Das ist ja interessant. Vor einem Monat trafen sie eine Tempelwache in der Stadt Gordon. Er hatte etwas Seltsames an sich. Mit einem längst vergessenen Gefühl der Furcht haben sie erkannt, dass dies bloß die Tarnung eines Umbraschnitters war. Er hat auch sie erkannt, aber er hat sie aus irgendeinem Grund nicht verfolgt. Er hat sie nur angezwinkert und sich scherzhaft verneigt. Jetzt ist die Frage, ist das irgendeine bekannte Welt? Müsste ich das kennen? Gibt es da ein Pen and Paper von oder was weiß ich? Oder eine große Comic-Reihe oder gar Anime oder halt irgendwie, was weiß ich, Zeichentrick? Weil das war ja schon filmreif gewesen, was wir eben gesehen haben. Das könnte sogar sein, ne? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Die Rückkehr der Umbra kündigt die bevorstehende Ernte an. Sie begeben sich also in die Milchberge, um die Seherin vor Ort zu finden. Sie erhoffen sich, Zeit und Ort der kommenden Ernte zu erfahren, um diese zu verhindern.
Ein schmaler Felsweg hat sich in einer kleinen Kreuzung geführt, mit antiken Ruinen in der Ferne. Auch die heruntergekommene Hütte der Seherin sieht man schon vom Weiten. Das scheint dann wohl die zu sein und da geht sogar ein bisschen Qualm raus. Okay. In der Nähe der Ruine befinden sich aber drei Gels. Gels, okay. Sie sind ihren Fußspuren gefolgt, um hierher zu kommen. Aber sie sehen aus wie Räuber und nicht wie Bittsteller. Sie ziehen ihre Schwerter und stürmen auf sie zu. Und wir kriegen tutorialmäßig den Kampf beigebracht. Sehr schön. Zeit zu handeln. Blaue Kacheln zeigen an, wo sich ihr Charakter während des aktuellen Zugs hinbewegen kann. Okay, das kennen wir von vielen anderen Spielen wie Blackguards oder dergleichen zum Beispiel. Orangefarbene Kacheln weisen auf die zusätzliche Bewegungsstrecke hin. Ihr Charakter muss etwas Energie aufwenden, um dorthin zu bewegen. Energie. Habe ich da irgendwie was? Das heißt, ich kann hier hingehen. Die Frage ist, kann ich dann danach noch eine Aktion machen? Weil wenn ich hier hingehen kann und schlagen auf diese Felder, würde ich verstehen. Wenn ich aber bis hier hingehe, kann ich vielleicht nicht mehr schlagen. Das müssen wir jetzt rauskriegen. Fähigkeit auswählen. Schneller Schlag. Doch, wir können da hin und können auch nochmal schlagen. Dann kannst du aber richtig weit gehen. Ich vermute, die 65 sind unsere Hitpoints, unsere Lebenspunkte. Die 16 ist vielleicht unsere Stufe. Ich weiß es nicht. Wir sollen das auswählen. Schade, dass hier dieses Feld so weiter ist, weil ich jetzt nicht sehe, was da drin steht. Erteilt 16 Schadenspunkte? Keine Ahnung. Ist leider überlegt. Ah, jetzt sehen wir es. Schaden. 100% von Angriff. Das heißt, wir haben eine 100%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen, sehr wahrscheinlich. Und erhöht ihre Energie um 12. 75% von Angriff. Energie ist das untere, vermute ich. Das heißt, je mehr ich davon habe, kann ich mir vielleicht später irgendwelche Spezialfähigkeiten machen. Feinde, die auf pulsierenden Kacheln stehen, sind in Reichweite. Okay, die zwei kann ich erreichen, aber ihn nicht mehr. Weil er nicht mehr auf diesem gelben Feldbereich ist. Okay. Um ein Ziel auszuwählen, klicken Sie auf die Kacheln, auf der er steht. Es steht. Okay. Dann hauen wir die auf die Nuss. Aber eigentlich würde ich ihn eher hauen, damit er weiter weg ist. Ich würde mich irgendwo dahin setzen. Das ist natürlich kontraproduktiv, dass ich das hier mache. Aber okay, dieses Tutorial will es so, dann machen wir es. Und wir sehen auch schon, schaut mal, minus 6. Weil wir 16 Schaden machen, er hat nur 10, damit töten wir ihn. Die meisten Angriffe erlauben es ihnen, entweder die Gesundheit oder die Energie des Feindes anzugreifen. Wählen Sie Gesundheitsschaden. Ihr Charakter wird sich dem Feind nähern und ihn angreifen. Ah, wir könnten auch hier drauf gehen und würden dann minus 6 Energie ihm geben, was natürlich Blödsinn ist, wenn er sowieso direkt tot ist bei dem. Okay. Und das hat uns Energie gekostet. Also so eine Art Ausdauer. Aber wir kriegen auch neue. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass sie uns nicht ausgeht. Oh, schön brutal. Noch hinten Blut weg. Wenn sie dem Feind Energie abziehen, reduziert das seine Optionen. Weil schnellere Bewegungen und mächtige Fertigkeiten Energie zur Ausführung benötigen. Wenn ein Feind außerdem keine Energie mehr übrig hat, wird doppelter Schaden an Gesundheit anstelle von Energie zugeführt. Muss ich nochmal. Wenn ein Feind außerdem keine Energie mehr übrig hat, wird doppelter Schaden an Gesundheit anstelle von Energie zugefügt. Aha, okay. Dieser Gegner hat viel Gesundheit, aber nur 5 Energie. Es wäre von Vorteil, ihm seine restliche Energie zu nehmen, damit sie seiner Gesundheit mehr Schaden zufügen können. Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Feind, um eine Liste der Fähigkeiten zu sehen, die Sie gegen ihn einsetzen können. Okay, du hast nur 5 Energie. Wir können aber nur den schnellen Schlag. Aber wir wollen ihn diesmal auf Energie machen. Sie können einen Feind auswählen, um mehr über seine Fähigkeiten zu erfahren. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Kacheln, auf der er steht. Nachdem Sie nun einen Feind ausgewählt haben, sehen Sie im unteren Teil des Bildschirms eine Liste seiner Fähigkeiten. Fahren Sie mit der Maus darüber, um Ihre Beschreibungen zu lesen. Okay, das wollten wir noch machen. Sie können wählen, ob Sie manuell zu Ihrem Ziel gehen möchten, bevor Sie einen Angriff wählen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine leere Kachel und bestätigen Sie Ihre Aktion. Ich wollte eigentlich mir gerade noch was angucken. Mist. Kann ich hier noch drauf gehen? Nein. Na, grrr. Na gut.
Aber das werden wir gleich hinkriegen. Wir klicken halt gleich irgendwo im Kampf auf den Charakter, auf die Kachel und sehen dann, was er kann. Also er ist im Endeffekt außer Gefecht, er hat keine Ausdauer mehr. Kann also jetzt natürlich auch nicht angreifen. Kann auch rumfurteln, wie er will, weil er keine Energie mehr hat. Da war das natürlich sinnvoll gewesen, dass wir ihm die Energie wegnehmen und gleichzeitig sogar noch Lebenspunkte abgenommen haben. Und er jetzt erstmal nichts machen kann. In der Runde. Ich vermute, er kriegt nächste Runde neue. Wenn Sie eine Fähigkeit einsetzen möchten, die kein Ziel erfordert, machen Sie einen Rechtsklick auf die Kachel, auf der Ihr aktiver Charakter steht. Sie werden einen goldenen Kreis unter seinen Füßen sehen. Es wird eine Liste von Fähigkeiten angezeigt, für die es nicht erforderlich ist, zuerst ein Ziel auszuwählen. Es gibt auch einen Zugüberspringen-Button, der nützlich ist, wenn Sie nicht handeln können oder wollen. Ja, wie zum Beispiel bei Schicksalsklinge HD, weil ich gerade am Let's Playen bin, da lasse ich ganz oft dem Magier gar nichts machen, weil Astralenergie halt so viel Kosten hat. Und das rar gesät ist. Denken Sie daran, den Zug immer mit einem Angriff Ihrer aktiven Charaktere zu beenden oder indem Sie auf die Schaltfläche Zug überspringen klicken. Okay. Kreisschlag. Kann ich noch was anderes gerade machen? Nee, ich muss das jetzt mal. Okay. Zirkularer Treffer. 5 Energie kostet das. Abklingzeit 2 Runden, vermute ich. Erteilt 32 Schaden. Das ist geil. Und 200% von Angriff. Das verdoppelt das. Wir hatten 16 Angriff gehabt. Ah, also keine 100% Wahrscheinlichkeit, dass ich treffe, sondern einfach 100 Schaden bedeutete das eben. Auf alle benachbarten Einheiten. Okay, das ist ein cooles Ding. Einmal so eine Rundunterattacke. Wenn Sie sich entscheiden, die Energie eines Feindes anzugreifen, fügt Ihr Charakter allen gegnerischen Einheiten in der Nähe Schaden zu. Feindliche Einheiten ohne verbleibende Energie erhalten stattdessen doppelten Schaden an Gesundheit. Also wird ganz oft sinnvoll sein, die Energie runterzuhauen. Wow. Ui, du hast wieder Aktion. Kampf beenden. So, jetzt würde ich gerne gucken. Ich will hier drauf. Ah, man sieht aber nur das Feld, was er gehen kann. Mehr sehen wir da nicht. Na ja gut, machen wir dir den Gar aus. Was ist das hier? Berserker. Erhöht ihre Laufweite um eine Runde. Achso, ich soll den Zug beenden, ne? Das sind die Optionen, vermute ich mal. Was ist das hier? Zusätzliche Anzeige. Die will ich gerne dauerhaft drin haben. Auf jeden Fall ihr Zug. So lange haben wir dafür Zeit. Das ist auch interessant. Hopper Rowley. Das ist Runde beenden. Überspringt einen Zug während der aktuellen Runde. Aber warum soll ich das machen? Ich soll ihn töten. Ein schneller Schlag. Und dann war's das für dich. Tschüss, Kowski. Finish him. Hey, hat er überlebt? Hatte der nicht gerade noch... Hä? Hey, der hatte doch kaum noch Punkte, oder bin ich blöd? Also man hat auch ordentlich Zeit. Das finde ich nicht schlecht. Eigentlich wollte ich dich haben. Also so wie ich das sehe, hat er 10 Punkte noch. Da muss ich den doch damit töten können. Minus 5, genau. War das nicht gerade genauso? Seltsam, ne? Egal. Wir haben ihn auf jeden Fall besiegt. Schließen. Und die 1 ist bestimmt die Stufe. Sie stehen vor der Hütte und wollen gerade anklopfen. Da öffnet sich plötzlich die Tür und eine Frau steht vor ihnen. Ihr Herz pocht stark. Sie ist diejenige, die sie zurückließen, als sie in die Schlacht um das Tal der schläfrigen Tiefen gezogen sind. Sie ist ihre große Liebe, Amma. Distanziert. Blanche. Warum hat das so lange gedauert? Es sind 702 Jahre vergangen. Du hast es geschafft zu überleben, während 12 unserer Brüder umgekommen sind. Bist du untergetaucht? Mit trauriger Stimme. Bitte, nenn mich Hopper. Ich habe mich schon an meinen neuen Namen gewöhnt. Ich wurde Blanche genannt. Oder Blanke. Keine Ahnung. Als wir zusammen waren, ich habe mich nicht in der Schlacht versteckt. Weißt du, ich war verwundet. Mit Pfeilen durchbohrt. Deshalb habe ich das, was ich tun musste, nicht ausgeführt.
Ah, sich selbst zu opfern wie die anderen. Da hätten wir sehr wahrscheinlich die restlichen von diesen komischen Wesen, die da gewesen sind, getötet mit, wenn er auch noch irgendwie die Energie ausgelübt hätte. Schluck Cola. Nickt. Ja, ich habe die Legende von den 12 Mutigen gehört, die sich selbst verzaubert und in Stein verwandelt haben. Sie haben ihr Ziel erreicht. Jetzt ist ihr Land frei von der Seuche und der Ernte. Aber der Preis war zu hoch, wenn du mich fragst. Warum hast du mich noch gleich gesucht? Du bist nicht diejenige, nach der ich gesucht habe. Ich suche die Seherin. Das ist ja wahrscheinlich sie. Es gibt Zeichen. Tiere verlassen den Wald im Tal von Datura. Die Hexe von Vandil wurde auf dem Waldweg gesichtet. Ich selbst habe sogar Atrak in Godin angetroffen. Sie sind zurückgekehrt. Eine weitere Ernte ist vielleicht nah. Schmunzelt. Das ist eine törichte Frage, Hopper. Ich sage das Offensichtliche nicht voraus. Du hättest genauso gut fragen können, ob der Winter auf den Herbst folgt. Die Ernte kommt, das weißt du doch. Alle offenen Fragen werden geklärt. Schmunzelt. Das ist eine törichte Frage, Hopper. Ich sage das Offensichtliche nicht voraus. Ah, das ist dasselbe. Was meinst du mit geklärt? Was weißt du über die bevorstehende Ernte? Die bloße Tatsache, dass sie kommt. Flüsse werden blutrot sein und der Abgrund wird... Oh, das ist cool. Sich in dem Moment die Musik was ändert. Flüsse werden blutrot sein und der Abgrund wird viele gefolterte Seelen fordern. Aber warum diese plötzliche Sorge um die Sterblichen? Wir sind nur Parasiten auf dem Körper der Menschheit. Es gibt nichts, worauf man stolz sein könnte. Aber wenn wir beide Umbra sind, haben wir die menschliche Lebensweise schon lange akzeptiert. Und ich sorge mich um Terminius. Schicksal. Für die Ernte sind wir nichts weiter als Staubkörner. Dieses Mal haben wir keine 12 Kameraden. Die müssen wir vielleicht kriegen zusammen und dann haben wir am Ende wieder so eine Schlacht, wo wir uns opfern. Die sich selbst opfern könnten. Unter denen, die noch am Leben sind, werden einige der Ernte erliegen und selbst zu Schnittern werden. Willst du dich wirklich einmischen? Ich muss die Ernten aufhalten. Es ist meine Schuld, dass sie wieder passieren. Schuld? Du warst verwundet, du konntest dich nicht selbst opfern wegen den blöden Pfeilen. Irritiert. Du musst von deinem hohen Ross runterkommen. Wir sind Maaten. Die niedersten Diener, die das Glück haben, am Esstisch sitzen zu dürfen. Suchst du die verlassenen Götter dieses Landes? Ich habe ein Buch, das Leben eines von ihnen beschreibt. Hier, sieh mal. Ich habe viel gelacht, als ich diesen Unsinn gelesen habe. Er hält das Geschenk. Danke für das Buch. Ich habe überall nach ähnlichen Aufzeichnungen gesucht. Aber trotzdem, wann und wo beginnt die Ernte? Ich muss doch dort sein. Ich werde dort gebraucht. Ich weiß es. Die Seelen der Toten quälen mich seit 700 Jahren mit Schuldgefühlen. Hilf mir. Sieht ihnen in die Augen. Gib mir das Messer, das du in deiner Tasche hast, mit dem sich unsere Brüder geopfert haben. Gib es mir und du bekommst deine Antwort. Gib es besser nicht. Entweder will sie sich jetzt selber opfern, weil sie schon keine Lust mehr hat nach 700 Jahren und vorher keine Möglichkeit hatte, sich vielleicht zu töten, weil wieso... Obwohl, wir haben auch Lebensenergie, ne? Wir können anscheinend auch sterben durch ein Schwert. Ja, da weiß ich noch nicht. Übergib das Bündel. Schade. Ich hatte wirklich gehofft, es zu benutzen. Ich bezweifle, dass irgendetwas anderes einen Schnitter töten kann. Nun, hier hast du es. Aber warum willst du es zurück? Nimm das Messer. Die Ernte soll am Tag der Frühlings-, Tag- und Nachtgleiche sowohl im Norden als auch im Süden beginnen. In den Städten Wodan und Albius. Ich würde keine Zeit verlieren, wenn ich du wäre. Leider habe ich keine Zeit, in den Norden zu kommen. Leb wohl. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich wieder. Und du hast mir immer noch nicht gesagt, warum du das Messer brauchst. Ich habe gesehen, wie du mich mit demselben Messer getötet hast, Hopper. Also hoffe ich, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Leb wohl. Warum? Wenn sie eine Seherin ist und hat die Zukunft gesehen und ihre Vorhersagen stimmen, werde ich mir das Messer wohl wiederholen müssen. Oder ein ähnliches. To meet old age in peace, only to avoid a major disaster.
Das ist eine gute Stelle für einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.